In unserem Leben müssen wir mit vielen Arten von Menschen umgehen. Nicht immer ist alles dabei einfach und sorgenfrei. Man lernt, aufeinander einzugehen und auch Kompromisse zu schließen. Manchmal haben wir das Glück, ein Leben voll mit wunderbaren, freundlichen Menschen zu führen. Leider ist das nicht immer der Fall. Wenn du mit einem extremen Narzissten in Kontakt kommst, kann das dein Leben komplett verändern, ja sogar ruinieren. Wir denken, der beste Weg, mit einem Narzisst umzugehen, ist zu lernen, wie man sie erkennt und sie vermeidet. Wir hoffen, dass dieser Beitrag ein wenig in diese Richtung helfen kann. Ein extremer Narzisst ist eine Person, der jegliche Empathie fehlt. Sie können nicht verstehen, wie sich jemand anderes fühlt. Ob du verärgert oder fröhlich bist, sie verstehen deine Gefühle nicht. Sie können und werden zwar vorgeben, deine Gefühle zu verstehen, sie sind aber dazu nicht in der Lage. Man muss sich hierzu einen Schauspieler vorstellen, der auf der Bühne eine perfekte Rolle spielt, nach dem Auftritt aber ein völlig anderer Mensch ist. Extreme Narzissten sind wirklich unfähig zur Liebe und sie fühlen sich oft anderen Menschen überlegen. Sie können vorgeben, jemanden zu lieben, sind aber unfähig, diese Emotion tatsächlich zu fühlen. Dies ist ein ganz wesentlicher, zentraler Punkt und es ist wichtig, sich dies zu verinnerlichen. Ein extremer Narzisst baut Beziehungen nicht aufgrund von Gefühlen auf, sondern aufgrund seiner persönlichen Bedürfnisse. Er interessiert sich nur dafür, was du für ihn tun kannst und wie du ihm helfen kannst, erfolgreich zu sein, um seine Ziele im Leben zu erreichen. Solange du ihm dabei von Nutzen bist, wird er sich entsprechend verhalten und gegebenenfalls vorgeben zu empfinden, was auch immer ihm in dieser Richtung zielführend erscheint. Diese Art von Person ist nicht in der Lage, sich wirklich an jemand anderen zu binden, weil andere Menschen einfach entbehrlich sind. Menschen sind für sie Mittel zum Zweck. Je nachdem, was sie für Ziele haben, wählen sie dementsprechend ihren Freundes- und Bekanntenkreis. Wenn sie nicht mehr brauchen, was du anzubieten hast, werden sie dich liegen lassen, ohne groß darüber nachzudenken. Interessanterweise sind Narzissten unter der Oberfläche weniger selbstsicher, als sie zu sein scheinen. Sie fühlen sich möglicherweise unsicher oder nicht in der Lage, ihre Ziele zu erreichen. Sie suchen daher auch stets nach Anerkennung und Bestätigung. Wenn jemand sie kritisiert, sind sie oft leicht beleidigt und überempfindlich. Ihr Ziel ist es daher, mit Menschen zusammen zu sein, die ihnen Komplimente machen, die ihnen das Signal geben, dass sie sie mögen und schätzen. Extreme Narzissten wollen bewundert werden. Sie wollen anerkannt sein, sie wollen gelobt werden und sie hassen es, herausgefordert zu werden. Wenn du die Entscheidung eines Narzissten in Frage stellst, werden sie höchstwahrscheinlich wütend und verlieren die Kontrolle. Es ist noch schlimmer, wenn der Narzisst bereits Macht besitzt. In einer Beziehung ist es schwer, mit ihnen auszukommen. Sie wollen einen Ehepartner, der ihr Ego stärkt und sie gut aussehen lässt. Ein Narzisst will einen Ehepartner, der hinreißend, reich oder gut situiert ist. Wenn du diese Kriterien nicht mehr erfüllst, wird der Narzisst nicht zögern, dich links liegen zu lassen. Denn, um diesen entscheidenden Punkt zu wiederholen, nicht emotionale Bindungen sind ausschlaggebend für ihn, eine Beziehung einzugehen, sondern ausschließlich die Frage, ob der Partner hilfreich ist auf dem Weg zu seinen Zielen. Aus diesem Grund springen viele Narzissten von Beziehung zu Beziehung. Wenn ein Narzisst keinen Ehepartner finden kann, der ihn erträgt, wird die Beziehung früher oder später enden. Für Außenstehende erscheinen Narzissten oft charmant und charismatisch. Sobald du sie jedoch richtig kennenlernst, erfährst du, wie sie wirklich sind. Sie geben vor, etwas völlig anderes zu sein, als sie wirklich sind, und können im Laufe der Zeit gute Fertigkeiten darin erlangen. Als Ehepartner siehst du jedoch die dunkle Seite von Narzissten. Sie können dich beschimpfen oder vernachlässigen, weil sie sich nicht wirklich um jemanden anderen als sich selbst kümmern. Dies kann zutiefst verletzen und das Leben des Partners komplett ruinieren.
Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Menschen, die einen extremen Narzissten heiraten. Zum einen gibt es da die Menschen, die gerne anderen alles recht machen wollen. Narzissten werden das ausnutzen, um sich selbst besser zu fühlen. Was daraus resultiert, ist klar. Falls ein Narzisst einen Rechtmacher heiratet, beutet er seinen Ehepartner für die eigenen Zwecke aus. Der Rechtmacher möchte geliebt werden und sucht Bestätigung in der Beziehung. Er wird daher, je nach Situation, zu teilweise weitreichenden Kompromissen bereit sein, um im Gegenzug ein wenig Bestätigung zu erhalten. Echte Liebe wird er nie bekommen. Diese Menschen möchten sich gut fühlen, indem sie liebevoll und zärtlich zu jemand anderem sind. Aufgrund dieser Eigenschaften ziehen Rechtmacher häufig Narzissten an. Sobald Narzissten einen Menschen gefunden haben, der ihnen alles recht machen will, werden sie ihn benutzen, und zwar genau so lange, bis sie eine bessere Möglichkeit sehen, um ihre Ziele zu erreichen. Im Laufe der Zeit kann das sehr anstrengend für die Rechtmacher sein. In den meisten Fällen wird diese Ehe enden, nachdem der Narzisst seinen Partner ausgebeutet hat, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Die andere Möglichkeit ist, einen anderen Narzissten zu heiraten. Narzissten untereinander beuten sich gegenseitig aus und machen ihre Ehe zu einer geschäftlichen Transaktion. Beide Menschen nutzen die Ehe, um ein selbstsüchtiges, selbstbezogenes Ziel zu erreichen. Sie können diese Bindung bilden, um einen besseren Lebensstil, einen höheren sozialen Status oder eine erhöhte Popularität zu erreichen. Mit diesem Ziel werden die beiden Narzissten ihre Ressourcen und Anstrengungen bündeln. Solch eine Beziehung ist natürlich immer eine Gratwanderung und von Grund auf fragil. Einzig das Bedürfnis, die eigenen Ziele mit Hilfe des Partners zu erreichen, hält diese Situation am Leben. Eine Beziehung zwischen zwei Narzissten kann explosiv und schwierig sein. Wenn eine Person ein größerer Narzisst ist, wird sie sich stärker für ihre eigenen Ziele einsetzen und dadurch auch mehr Macht ausüben. Wenn das Paar verschiedene Ziele entwickelt, werden ihre Egos und ihr Narzissmus die Beziehung scheitern lassen. Wenn die Narzissten wütend aufeinander sind, wird ein wutentbrannter, explosiver Streit folgen. Wenn zwei Narzissten zusammenkommen, kümmert sich niemand wirklich um den Schmerz oder das Leiden in der Beziehung. Beide Partner verursachen die Probleme in der Beziehung, also ist auch niemand wirklich ein Opfer. Dieses ist aber nicht der Fall, wenn eine freundliche, liebevolle Person mit einem Narzisst zusammen ist. Der normale Ehepartner wird am Ende verletzt, ausgebeutet und missbraucht. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass du es vermeidest, einen Narzisst zu daten. Wenn dein Partner die Beziehung dominiert und nicht empathisch ist, musst du die Beziehung sofort beenden. Denn die Konsequenz wäre, unglücklich mit einem Narzissten verheiratet zu sein. Wenn du in der Beziehung bleibst, wird der Narzisst allmählich all die Schönheit und das Glück in deinem Leben aussaugen. Falls du Erfahrungen mit einem extremen Narzissten gemacht hast, lass es uns wissen.